Ja, herzlich willkommen bei Cobra 11. Heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch doch mal meinen Lieblingsstrand. Also wenn ich dann mal Urlaub habe, fahre ich dahin. Der befindet sich allerdings nicht in Deutschland. Also dann mal Sachen zusammenpacken und los geht's. Mega voll. Fliegen alle Leute weg. Tja, ist schon kacke, wenn man Durst hat und hat nur 1 € dabei. Aber kostet aber 3. So, also ihr glaubt ja nicht, wen ich hier getroffen habe. Hab mich riesig gefreut. Gestern Nacht haben wir noch gedreht, aber große Freude, Charlotte Schwab ist hier. Hallo. Ja, ihr Flug hat auch Verspätung, genau wie meiner. Dann hat sie mich mit in die Lounge genommen, was total geil ist. Damit er eine Cola trinkt. Ja, genau. Der arme Mann. Aber jetzt müssen wir uns schon wieder trennen, weil jetzt ist, glaube ich, ja, jetzt ist Boarding. Jetzt ist Boarding. Wir fliegen allerdings in verschiedene Richtungen. Haben wir es vorgezogen, zunächst das Gepäck einzuladen. Wie gesagt, unser Abflugfenster ist jetzt zunächst mal verstrichen. Haben jetzt eine neue vorgeschriebene Abflugzeit von der Flugsicherung in Brüssel bekommen. Und das würde bedeuten, dass wir in etwa 10 Minuten ab jetzt dann auch starten können. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, once again, your captain speaking. We just missed our departure spot. Ach so, war noch gar nicht der Ausgang. Geht noch ein bisschen weiter. Rolltreppe geht nicht. Müssen wir laufen. So, bleib es da. Salida. Ausgang. Wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, ich bin auf Mallorca! Ein bisschen warten, weil natürlich eine Schlange da ist. Fürs Taxi? Ah, sie. Ja. Der Strand ist nämlich noch ein bisschen so ein Geheimtipp. Genau, jetzt straight ahead. Straight ahead, ja? Ja. So, bye bye. Jetzt sind wir da. Das ist der Strand Cala Cap Falco. Es gibt 2 Möglichkeiten, da runter zu fahren. Vorne mit dem Auto, in der ist die Achse wahrscheinlich Fritte, weil der Weg ist schon hart, aber es geht mit dem Auto. Don't be rental with a gentle, sagt man so schön. Und hier geht's runter, diese weite, weite, weite Treppe zu dem Strand. Das ist die Bucht. Da schwimmen sogar schon Leute, obwohl ich glaube, das Wasser ist noch ein bisschen kalt, ist auch noch ein bisschen trüb. Das wird erst klarer mit der Zeit. Na, ein Boot liegt auch schon da. Okay. Das ist die Bucht. Und da ist auch das Haus, wo die kochen. Sehr lecker sogar. So, jetzt schaut mal, wer da auf mich zukommt. Hi! Das ist meine Frau. Ja, das war's schon. Das ist meine Lieblingsbucht, beziehungsweise mein Lieblingsstrand, Cala Cap Falco. Und wenn es euch gefallen hat, dann liken und Daumen nach oben. Das wäre super.